entlassen wir den Mann mit den Worten: Der Stabsoffizier geht. Kennst du den? Nein. Aber sein Spiel bewegt mich. Bis bald. Bis dann. Wollen Sie nicht doch mitkommen? Ich will Ihnen keine Umstände machen. Der Bahnhof liegt auf meinem Weg. Wo wohnen Sie denn, wenn ich das fragen darf? Gar nicht so weit von hier. Etwa eine Stunde mit dem Zug. Ich wüsste gar nicht, wie schön es hier ist. Wenn man hier wohnt, gewöhnt man sich daran. Schnuck? Die Kartoffeln sind durch, wir können. Die Witwe kam nicht für uns in Frage, aber ihre Freundin war höchst interessant. Seit 3 Jahren Witwe, Einfamilienhaus, erwachsene Kinder, die sich nicht um sie kümmern, und einen Hund will sie sich kaufen. Die Friedhofsgärtnerei hat die Mehrwertsteuer nicht extra eingetragen. Was ist das für ein Geräusch? Die Waschmaschine, da schleift was. Wasser lässt sie auch. Kannst du mal nachschauen? Jedenfalls habe ich schon Kontakt aufgenommen. In letzter Zeit haben wir nur Unkosten. Hallo. Investitionen, Schnuck. Das sind Investitionen. Und am Ende ist die ganze dann fett. Also, ich komme mir wirklich viel rum. Durch meine Aktivitäten, aber so gut wie du, braucht keine. Und ich dachte schon, du hast mich vergessen. Wie kommst du denn darauf? Na, du hast mich keiner besucht. Ich mach dich doch nicht unruhig. Mich macht der Knast irre, ist bei mir wie Krankenhaus. Das verstehe ich, aber du hast auch nicht meine Briefe beantwortet. Du weißt doch, dass ich Legastheniker bin. Hast du wirklich auf mich gewartet? Was heißt denn gewartet? Ich bin doch hier. Es ist jetzt 1 Jahr her, dass wir hier gesessen haben. Bevor wir zusammen beim Juwelier eingestiegen sind. Das war eine tolle Sache. Ja, dafür bin ich auch 11 Monate gesessen. Wäre ich auch lieber mit dir zusammen gewesen. Was bist du denn so depressiv? Ist doch jetzt vorbei. Oder hast du Paranoia? Nein. Hm.
Gestreift wirkt zu vornehm, zu geschäftlich. Du willst doch eine Spende. Nimm Eierschale. Ja, aber vergiss nicht, ihr Mann besaß ein Geschäft für Herrenoberbekleidung. Der hatte Geschmack. Gediegen musst du wirken, aber nicht verschwenderisch. In dem Braun mit Nadelstreifen willst du dir geflochtenen. Hast du die Spendenbescheinigung? In deiner Aktentasche musst du nur noch unterschreiben. Und die Fahrkarte? In deiner Brieftasche, wie immer. Das ist einfach eine Anzugfigur. Schnuck. Brille. Ah. Kaum bin ich aus dem Raum, parfümierst du dich. Brauche ich, fürs Gefühl. Sag mal, läuft da was zwischen dir und der Frau Page? Es geht immerhin schon 10 Wochen. Du und deine ewige Eifersucht. Heute ist Zahltag. Die 30 Jahre Ehe mit einem Abgeordneten haben sie geprägt. Da geht keine Gefahr aus von der Frau. Sexuell. Das sagst du immer. Hast du mich nur abgeholt, weil du Sehnsucht hattest? Natürlich. Mit dir habe ich schon Glück. Trotzdem mache ich mir Sorgen um unsere Zukunft. Von irgendwas müssen wir erleben. Ich suche eine Arbeit. Ich fürchte, das wird wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich habe noch Geld auf dem Sparbuch. Eigentlich wollte ich ja mit dir verreisen. Als Dankeschön für die harte Zeit im Knast. Na, dann bist du ja 2 Wochen zu früh rausgekommen. Na und? Eigentlich wollte ich es ohne dich machen. Damit du nach der Zeit im Knast keinen Stress hast. Da hast du doch was vor. Es tut sich ja. Natürlich. Im Supermarkt. 10 Minuten von hier. In Goldkoma. Wann? Übermorgen. Wenn, dann gleich. Hier fühle ich mich einfach sicher. Null Angst. Die darf man noch nicht haben. Quintus hat auch keine Angst. Wer ist denn Quintus? Ich wollte das Ding mit ihm drehen, damit du nach dem Knast keinen Stress hast. Den kannst du vergessen. Wieso? Er hat den Plan ausgearbeitet. Plan für was? Da sind 2 Wachmänner. Einer von denen ist im Transporter, der andere holt den Geldkoffer. Hinterhof. Sprechfunk, Handschelle, Beil, der Rest ergibt sich. Er sichert den Fluchtweg und er fährt den Wagen. Fährt er nicht. Was bist du denn schon wieder so schlecht gelaunt? Auf den kannst du dich verlassen, 100 pro. Fahr da vorne rechts. Fahr da vorne rechts. Ja. Dazu mache ich mich weiter. Ja. Ist das ein Italiener? Das meint er doch nicht ernst. Ist nur heute. Dann siehst du ihn nie wieder. Hm? Geh mal nach hinten. Digi. Ich fahr. Japaner. Wieso ich nachher durchstarten, wenn der Motor schon 160.000 auf dem Buckel hat? Vollgetankt ist auch nicht. Hey! Keine Gnaden.
Können wir jetzt losfahren? Fleißig, Frau Schröder. Ach, sind die schön. Willst du ein Stück Kuchen? Ja, später. Geh doch schon mal vor. Ach, entschuldige, ich habe ganz vergessen, Sie vorzustellen. Frau Petsch, wenn Sie hier noch unterschreiben würden, dann haben wir soweit alles erledigt. Das ist Herr Rumbuchner. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben oder mehr anlegen wollen, ich bin immer für Sie da. Meine Nummer haben Sie ja. Herr Rumbuchner ist Vermögensberater. Tja, Herr Wittmann. Mark und Rentschler, die Privatbank mit Zufriedenheitsgarantie. Na, mit 15% Rendite kann man nun wirklich zufrieden sein. 15%? Können Sie das schriftlich garantieren? Aber natürlich, ich habe doch gerade unterschrieben. Wie viel hast du angelegt? 80.000. Ich habe von der Firma noch nie gehört. Werden Sie aber noch, wir operieren europaweit. Also, ich würde gern noch weiter mit Ihnen plauschen, aber damit verkürze ich Ihre Zweisamkeit. Außerdem ruft mein Terminplan. Frau Schröder von nebenan ist so begeistert. Die legt noch mal nach. Sie finden alleine raus? Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Willst du was essen? Ich habe gekocht. Ich habe im Moment nicht den Hunger. Du siehst aber auch so erschöpft aus. Von der Reise. Ich muss erst seelisch ankommen. Ehrenamtliche Tätigkeit ist oft sehr anstrengend. Lass uns den Augenblick genießen. Diesen Herrn hat dir deine Nachbarin empfohlen? Ja, Frau Schröder. Stell dir vor, er macht aus meinen 80.000 in einem Jahr 92.000 Euro. Ist das nicht toll? Und diese waghalsige Spekulation verhindert nicht unsere Spende? Na, aber nein. Deshalb habe ich das doch auch angelegt. In einem Jahr können wir 12.000 Euro mehr spenden. Aber die Menschen in der Tausend-Seelen-Gemeinde warten jetzt auf deine Glockenspende. Und dann werden sie sich ein bisschen gedulden müssen. Ich bin im Wort. Wie soll ich meinen Parteifreunden, den Frauen und Kindern jemals wieder in die Augen schauen? Und es gibt keine Möglichkeit, dass du früher... Nein, ich habe mein ganzes Geld fest angelegt. Willst du nicht doch etwas essen? Ja, dann... Trinken wir jetzt auf deinen Abschluss. Gut. Du gibst Sprudel rein. Dann verwässert doch der Teig total. Nee, von der Kohlensäure wird das ganz weich und glatt.
Schlüssel. Den habe ich nicht. Den hat mein Kollege. Verstehe. Da muss ich dir leider die Hand abhacken. Was? Nein, einfach, ich hab ihn links hier in der Tasche. Ja, rausholen. Machen? Besser wär's. Aber gib mir noch die Schlüssel vorher. Ich hab Urlaub, ich komm. Moment! Sigi! Mutti! Ich pack dir gerade einen Streuselkuchen. Ach, super, wir gehen. Boskop. Ist noch besser. Gehst du mal ran? Ja. Cornelia! Hallo. Rat mal, wer gerade zur Tür reinkommt. Da staunst du was? Sigi! Ja, macht das Leben noch Spaß? Ja. Ich geb dir mal Mutti. Ja, bis morgen. Tschüss. Du, ich back Sigi gerade seinen Streuselkuchen. Aprikosen? Nein, Boskop. Wir sehen uns morgen, da könnt ihr reden. Küss die Kleinen. Tschüss. Bis morgen. Sie ist umgezogen und jetzt ist der Fahrstuhl kaputt. Sie schleppt die Einkaufstüten 4 Stockwerke hoch. Die holt sich eine kaputte Bandscheibe. Akupunktursitzungen zahlt ihr keine Krankenkasse. Wo ist denn Papa? Noch auf Arbeit. Ich mach mich mal frisch. Nein, da kommt man auch schlecht runter. Uns hast du nie besucht. Mir wäre lieber, du würdest an Land arbeiten. Ja, mir auch. Nee. Das muss ich alles nicht mehr haben, das brauche ich nicht. Wirklich nicht. Schluck! Sigi ist da. Er macht sich kurz frisch und dann essen wir. Ah, deswegen der Kuchen. Und?
Ach, da kommt so ein junger Investment-Fuzzi und vermasselt mir die Tour. Die werden immer frecher. 15% Rendite, glaubt doch kein Mensch. Sag bloß, die Spende von Frau Page fällt aus. Wille. Das kann man so nicht sagen. Die wird nächstes Jahr fällig, falls sie ihr Geld je wieder sieht. Sieht sie es wieder? Nie. Das ist in dem Jahr schon der zweite Schnösel, der dir eine Spende wegschnappt. Ach, das sieht morgen schon wieder ganz anders aus. Trotzdem haben wir 2170 Euro in die Dame investiert. Blumenzugtickets, zwei Kleinbusfahrten mit ihrem Kaffeekränzchen zu den spätgotischen Kirchen in... Ach, Sigi! Ja, da bin ich wieder. Ja. Ich dachte, du kommst erst in zwei Wochen raus. Raus? Runter. Ich hätte dich doch abgeholt. Spielst du eigentlich immer noch dieses Lied aus Verdammt in alle Ewigkeit? Ja, aber ich habe mich massiv verbessert. Frag Mama. Die kriegt meine Proben immer mit. Und? Wie heißt so? Schlecht. Internet, Pickup-Artisten, Facebook, die verdammten Banker mit ihrer Rendite. Und ich stehe an vorderster Front, ohne Netz und doppelten Boden, ich zahl bar. Der kleinste Fehler und ich werde da, wo du jetzt herkommst. Wieso hast du Mutti an meine Briefe nicht weitergeleitet? Mein Kontaktmann zum Knast ist in Rente. Hm. Und du meinst wirklich, sie hat nichts gemerkt? Die blickt mir sonst immer alles. Ja, das weiß man bei Mutti nie so genau. Was willst du denn jetzt machen? Heiraten. Wie meinst du das denn? Wie ich es gesagt habe. Das ist der vermutliche Täter, der von der Schusswaffe Gebrauch machte. Es gab zwei Täter? Ja. Der zweite Täter war eine Frau, ca. 1,65 groß und dunkle Haare. Und sie haben unter größter Gefahr noch einen Notruf gesendet. Ja. Und trotzdem sind die Täter mit der Geldkassette entkommen? Ja, kann man nichts machen. Danke sehr. Ja, da. Kannst du haben. Paula! Oh. Sigi, haben sie dich geweckt? Nein. In meinem Haus ruinierst du deine Gesundheit nicht. Haben sie dich geweckt? Schnuck? Komm gleich! Wo ist denn dein Klaus? Sag ihm, dass du geschieden bist. Wieso? Ich hab doch wieder geheiratet. Kilian, kommst du mal her? Ach. Dieses oder dies hier? Nimm das. Dazu die hellblaue Krawatte. Habe ich schon rausgelegt. Wie lange bleibst du denn? 2 bis 3 Wochen. Du, komm uns doch mal besuchen. Wir haben jetzt so ein... Manni, können wir jetzt bitte einen Abgang machen? Sonst fahren wir nicht mehr los. Gemach, gemach. So, der Kollege hier bekommt wegen seiner Allergie keine Milch, nur Soja. Und wenn ich wieder mitkriege, dass du ihm Gummibärchen kaufst, dann... Ich kaufe und verfütter gar nichts ohne Geld. Kilian, gib Mama Geld. Dann habe ich kein Bargeld. Wir halten am Automaten. Oh Mann, wir kommen immer zu spät. Du, wir sehen uns noch, ne? Kommst du vorbei? Kann der eigentlich für euch sorgen? Der sieht zwar nicht so aus, aber der ist treu und zäh. Der war mal Jockey. War mal Jockey? Wer sorgt denn da für wen? Du für ihn oder er für dich? Das läuft alles sauber. Wir machen hier voll einen auf Familie, siehst du ja. Mach dir keinen Kopf, ne? Bis bald. So, gib Mutti noch einen dicken, fetten Abschiedsschmatzer. Und raubt Oma nicht wieder den letzten Nerv, ja? Komm jetzt. Gleich. Und Finger weg von Opas Krawatten. Na gut. Tschüss. 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 Schnuck. Ist der Vertrag in der Aktentasche? In dreifacher Ausführung. Läuft da was zwischen euch oder warum badest du im Parfüm? Wenn ich mich bis um 10 Uhr nicht bei dir gemeldet habe, dann rufst du mich an, ja? Von dieser Art Frau geht keine Gefahr aus sexuell, behauptest du. Heute ist ein spezieller Abend. Muss ich dir doch nicht mehr erklären. Ich muss mich beeilen, sonst krieg ich den Zug nicht mehr. Jetzt machen wir Abendrück. Sag mal, ist er immer so nervös? 4 Monate dran gearbeitet und steht kurz vorm Abschluss. Sigi, wenn das nicht klappt, sind wir pleite. Nee, ich bin auch noch da. Heiratsschwindlern lohnt sich nicht mehr. Die Unkosten sind zu hoch. Sag, versucht er sich eigentlich immer noch an Offiziers- und Politikerwitzen? Ach, in dem Alter sattelt man doch nicht mehr um. Ein
Pünktlich wie die Kavallerie. Respekt, Respekt. Da merkt man eben doch die lange Ehe mit einem Berufsoffizier. Ja, schau mir nicht so an. Als du angerufen hast, ich habe alles stehen und liegen lassen, nur schnell was übergeworfen. Ich wollte dich auch gar nicht überrumpeln, aber du würdest mich strafen, wenn ich dir dieses Juwel vorenthalten hätte. Ach. Komm, ich möchte, dass du dir dein eigenes Urteil bildest. Fühl dich auf keinen Fall unter Druck gesetzt. Das würde meine Ehre als Offizier nicht dulden. Aber Fakt ist und bleibt, das ist eine unglaublich günstige Gelegenheit. Der Makler müsste längst schon hier sein. Aber mit Zivilisten ist kein Krieg zu gewinnen. Und das ganze Gestrüpp hier, das kommt alles weg. Da pflanzen wir schöne Rosen. Diese Sorte mit den großen scharlachroten Blüten. Und unbedingt blaue Gardenien. Und als Bodendecker vergiss mal nicht. Und hier vorne, habe ich gedacht, legen wir schön Terrakotta. Ich kenne einen pensionierten Fremdling und der besorgt die frisch aus dem Brennofen. Komm mal, ich zeig dir was. So. Und das, das ist die Küche. Also ich meine, da passt noch ein Esstisch rein. Ich koche so wahnsinnig gerne. Risotto, Kalbsbraten, Sauerbraten, Rollbraten. Na komm. Guck mal, die Couch, die stellen wir da an die Wandseite. Und wenn ich denn da sitze und lese und Handarbeiten mache, dann gucke ich direkt im Garten. Ach, oh, sind das nicht fantastische Aussichten auf einen glücklichen Lebensabend? Ja, ja, ja. Aber die Liste der Bewerber ist lang. Aber wir stehen ganz oben. Du, ich sage ja. Ja, ja. Was ist denn? Ich bin im Moment in einer etwas angespannten Lage. Was ist los? Sprich mit mir. Die Einlage für das Sanatorium für die traumatisierten Soldaten. Viel höher aus als geplant. Ja und? Kurzfristig werden mir 15.000 Euro, die als Anzahlung gefordert werden. Deshalb. Was? 15.000 Euro? Ist doch kein Problem. Die kann ich jederzeit abheben. Ich sage nein. Der Mann kauft das auch. Oh, du vergiss doch mal meinen Soldatenstolz. Wir planen doch ein gemeinsames Leben. Da will ich doch auch meinen Beitrag leisten. Aber es ist doch das Geld deines verstorbenen Mannes. Er hätte gewollt, dass ich mein Glück wiederfinde. Hm? Komm, lass uns zur Bank gehen. Ja. Vorsicht, Stufe. Aber wir haben doch noch keinen Schlüssel. Das mache ich schon. Auf unser neues Zuhause. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal so glücklich werde. Bis wir hier einziehen. Die Renovierung der unteren Räume habe ich in 2 Monaten abgeschlossen. Was? Das kannst du auch? Man hat seine Verbindungen. Gehört das Haus jetzt wirklich uns? Den Schlüssel habe ich noch nicht, aber das Haus kann uns keiner mehr wegnehmen. Dann ist das ja, wenn man so will, unsere erste Macht. Ja. Unsere Hochzeitsnacht, gewissermaßen. Da müsste ich dich eigentlich über die Schwelle tragen. Oh, du bist so romantisch. Was hast du?
Mein Rücken. Komm, leg dich hin. Der Hexenschuss. Komm, ich habe schon ganz andere Dinge in den Griff gekriegt. Ist das peinlich? Ausgerichtet jetzt. Geht's besser? Spürst du was? Nicht so richtig. Das ist der Libido-Punkt. Warte. Ja? Gut, dass ich Sie erreiche. Unser Sorgenkind hat wieder Selbstmordgedanken. Lenken Sie so lange ab, ich bin sofort da. Er steht auf dem Dach und droht zu springen. Was ist denn los? Afghanistan-Syndrom. Einer meiner Schützlinge hat einen depressiven Schub, will springen vom Dach. Bin zwar nur ehrenamtlich tätig, empfinde aber starke Verantwortung. Nein, nicht heute. Nicht in unserer Nacht. In meiner Fantasie sah ich mich schon eng umschlungen. Aber du kannst mich doch jetzt nicht alleine lassen. Du musst das verstehen. Ah, ich weiß, die Pflicht ruft. Schade, dass ich das auch aus deinem Munde hören muss. Ich dachte, du wärst anders. Es tut mir leid. Der Kamerad. Der braucht dich, der Kamerad. Ruf mir bitte ein Taxi. Die Gören sind im Bett. Machen wir es uns gemütlich. Warum hast du eigentlich keine feste Freundin? Für Frauen tust du doch alles, immer schon. Deswegen ja wahrscheinlich. Du bist so gutmütig. Sag mal, macht dir das mit Fatih eigentlich gar nichts aus? Beruflich meine ich. Er hält sich an die Absprachen. Ich weiß jedenfalls immer, was er treibt. Die meisten Ehefrauen wissen das nicht. Das ist aber schon ein seltsames Gewerbe. Gott sei Dank hast du einen ordentlichen Beruf, oder? Ich muss noch mal kurz los. Wo willst du jetzt noch hin? In einer Stunde bin ich zurück. Ach, wir unterhalten uns doch gerade so nett. Ja. Das holen wir auch nach. Koffer und mein Rasierzeug. Sigi, überstürzt nichts, es ist alles nicht so. Aber ich kann dir das auch alles erklären. Ja, dann mach das mal. Der Wachmann kam direkt auf mich zu. Was hätte ich denn machen sollen? Wenn ich nicht geschossen hätte, dann wären wir jetzt alle im Knast. Nur weil du schlecht mit der Knarre umgehen kannst, haben sie uns nicht wegen Mord am Arsch. Sigi, die im Fernsehen haben gesagt, die Geldkassette ist weg. Da weißt du nichts von, oder? Und? Was machst du hier so? Die suchen mich. Muss mich doch irgendwo verstecken, ist doch wohl klar. Mit ihr läuft nichts? Überhaupt nichts. Nimm. Was soll denn das jetzt? Nimm deine Knarre. Also ihr habt nichts miteinander. Sigi, er hat's dir doch erklärt. Hast du die Kassette? Halt den Mund, ich habe ihn gefragt. Sie gehen so beziehungsrein geschäftlich. Jetzt? Na so, sonst ist sie mir völlig egal. Dann knall sie ab. Sonst bist du völlig, ist mir doch egal. Bist du jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch. Eins. Zwei. Ihr habt's oder nicht mehr alle? Werd mit ihm glücklich. Das brauche ich nicht mehr, wirklich nicht. Hat's denn geklappt? Natürlich. Herzlichen Glückwunsch. Ich stelle der Front, ich zahle bar. Ich weiß doch, was du leistest. Gibt's noch was zu essen? Bei aller Liebe, ich bin müde. Ich hatte auch einen harten Tag. Die Waschmaschine ist völlig hinüber.
geht Schlag auf Schlag. Erst der Staubsauger, dann die Mikrowelle und jetzt... Ja, ich kann nicht mehr als arbeiten. Ja. Noch um die Häuser? Hast dich amüsiert? Naja. So ein Schlag bei Frauen wie du mit dir am Arm. Naja. Nur mit den 15.000 kommen wir doch eine Weile aus. Das ist total überzogen. Mietrückstand, Strom, Gas, Nachzahlung bleiben noch 3.120 Euro. Ja, dann müssen wir den Gürtel halt ein bisschen enger schneiden. Enger geht nicht. Jetzt brauchen wir auch noch eine neue Waschmaschine, außer du schaust nach. Ich kann nicht, ich muss akquirieren. Wen denn? Die von der letzten Beerdigung. Was weißt du denn über ihren Mann? Er war der älteste Sohn einer Unternehmerfamilie. Später Abgeordneter in Bonn, liebte klassische Musik, gutes Essen. Und er war sehr großzügig. Er schreit nach einem schnellen Abschluss. Dann können wir uns die Dame nicht leisten. Lass dich anschauen. Sieht perfekt aus, diese Körperspannung. Einmalig. Krawatte, Schuhe. Sie haben es schon wieder getan. Hier. Hier. Hey, 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 hey. Jetzt ist aber Schluss. Oh. Kannst du dich mal um die beiden kümmern? So, ihr setzt euch da hin und haltet die Schnauze. Was machst du eigentlich mit deinem ganzen Geld? Auf der Bohrinsel könnt ihr doch nichts ausgeben. Es liegt auf dem Sparbuch. Über eine kleine finanzielle Unterstützung würde ich mich freuen. Wir sind im Moment ein bisschen knapp. Das ist kein Problem, Mutti. Nimm die Jungs mit. Wir gehen jetzt Geld abheben. Schön, Sie zu sehen. Ja, das ist wirklich eine Überraschung. Ihr Trompetensolo habe ich jetzt noch im Ohr. Sie sind doch nicht zufällig hier, oder? Nein. Entschuldigen Sie, aber seit diesem Nachmittag kann ich Sie nicht mehr vergessen. Dabei steht mir Schwarz gar nicht so gut. Doch. Sie haben mir von Ihren wöchentlichen Grabbesuchen erzählt und von Ihrer Schwäche für den Kuchen hier. War ich so geschwätzig? Unterhaltsam. Und trotzdem spürte man die Traurigkeit und Melancholie in ihrer Seele. Das war sehr schön. Jetzt bestellen wir uns erstmal diesen wunderbaren Kuchen. Ja. Ich liebe Schaufenster. Dann fahren wir am besten in die Innenstadt. Abends gehen wir schön italienisch essen, danach in die Oper. Da sage ich bestimmt nicht nein. Bis morgen habe ich alles arrangiert. Sie gehen aber ran. Sie bleiben wohl öfter hier stehen. Warum? Sie haben einen Glanz in Ihren Augen, als wären Sie einem alten Freund begegnet. Dann besorge ich die Karten für die Oper und melde mich. Ich melde mich frei. Herbert! Herbert! Schön, dich zu sehen. Wir haben uns Jahre aus den Augen verloren. Komm, setz dich. Na? Immer noch tätig? Respekt. Ich dachte, diese Gegend ist für dich tabu. Muss ich mir etwa Sorgen machen? Wegen der Dame? Hm? Das ist meine Schwägerin. Keine Sorge, ich komme dir nicht ins Gehege. Dann bin ich ja beruhigt. Und gesundheitlich geht's noch? Alles bestens. Und bei dir? Wunderbar. Ich habe noch eine Verabredung. Wohnt ihr noch in dem kleinen Häuschen? Wir haben uns verkleinert. Noch verheiratet, zwei Kinder. Martha, es ist schon etwas Besonderes in unserem Gewerbe, wenn man
in stabilen Verhältnissen lebt. Mit Familie und so. Eigentlich beneide ich dich. Hör doch auf. Nein, wirklich. Im Grunde bin ich einsam. Keine Kinder, keiner, der auf mich wartet, wenn ich nach Hause komme. Da kommt jemand für dich. Erbin, Elektrogroßhandel, Riesengestüt. Ich sag dann mal. Schön, dass wir uns gesehen haben. Schön, dass Sie gekommen sind. Nee, das muss ich alles nicht mehr haben. Das brauche ich nicht mehr wirklich. Wir haben auf dich gewartet. Ja, lass mich doch erst. Wann hatten wir das zum letzten Mal? Deshalb machen wir jetzt ein Foto. Ah, aber wir müssen eigentlich los. Komm, Finn, setz dich hin. Mach mal. Alle müssen zusammenrücken. Oleg, komm mal vor, man sieht dich gar nicht. Ja, jetzt kommt das Vögelchen. Ich hab die Augen zu. Ich hab sie immer zu, weil das blitzlicht blendet. Sieht trotzdem gut aus. Mach noch eins. Ja, aber dann müssen wir wirklich los. Wir sind schon eine halbe Stunde drüber. Nach den Fotos kümmerst du dich bitte um die Waschmaschine. Ich finde den Fehler doch sowieso nicht. Schau wenigstens mal nach. Sigi soll eine neue Sicherung kaufen. Das bringt doch nichts. Ich hatte die Augen schon wieder zu. Nee, Mama, jetzt reicht's. Wir müssen los. Los. Tschüss, adios. Opa. Tschüss, Opa. Tschüss, Oma. Tschüss. Kannst doch Mutti mal eine neue Waschmaschine kaufen. Also, halt du dich doch da raus. Auf Sigi kann ich mich verlassen. Ich habe ihn um Geld gebeten und er hat sofort vom Sparbuch abgehoben. Und davon kaufe ich mir jetzt eine neue. Das geht nicht. Warum? Weil wir das Geld investieren, haben wir in Kürze 20.000 sind aus dem Gröbsten raus. Die Leier kenne ich. Hör jetzt mal Mutti zu. Schnuck, vertrau mir. Ich habe die neue Frau beobachtet. Sie bleibt immer bei einem Juwelier stehen und betrachtet einen ganz bestimmten Ring. Bin ich Diamanten oder was? Wenn ich ihr den kaufe, vertraut sie mir schneller. Und statt 11 Wochen brauche ich 4 Wochen. Die Art von Investition hat sich in den letzten Jahren selten gelohnt. Morgen werde ich alles einfädeln. Jetzt lege ich mich hin und bereite mich mental vor. Hier verkrampft man ja völlig. Ist so unlocker. Früher war es so spielerisch. Sagt man eigentlich, Geld macht dich glücklich? Das hat sich jemand ausgedacht, der viel Geld hatte. Das Geld kommt 10-fach zurück. Soll ich dir auch ein Glas Shampoos bringen? Shampoos? Hm. Prost. Prost. Gut. Salzig, aber lecker. Den soll man mit Zitrone essen, sagt er. Kaviar? Hm. Was führt dich hierher? Ja, du hast Bauch angesetzt. Es kommt vom Restaurant essen, davon kann ich ein Lied singen. Aber bedien dich trotzdem. Dass wir uns nach so vielen Jahren wieder getroffen haben, muss doch gefeiert werden, oder? Zum Feiern habe ich keine Zeit. Pflichtbewusst warst du schon immer. Ist bei dir morgens auch immer so eine Hektik? Mir Gott bewahre. Wenn ich schon am frühen Morgen so viel negative Energie aufnehmen würde, dann könnte ich gar nicht arbeiten. Hast du gehört? Negative Energie versaut einem das Geschäft. Kommst du jetzt? Kannst du dich nicht alleine anziehen? Das war doch nur ein Scherz, Herbert. Bleib locker. In der Ruhe liegt die Kraft. Ne? Also warum bist du hier? So dick sind wir auch nicht. Aus reiner Neugier. Außerdem wollte ich Martha mal wieder sehen. So, Neugier gestillt, da kannst du ja jetzt gehen. Hey, hey, hey. Kai ist auch mein Gast. Außerdem kennt er sich mit Waschmaschinen aus. Ja. In einer frühen Phase meines Lebens habe ich Staubsauger verkauft. Staubsauger? Ja, das formt den Charakter und die handwerklichen Fähigkeiten. Die rührt sich nicht mehr. Trinken wir doch noch ein Schlückchen, ne?
Welche soll ich nehmen zu dem dunklen Anzug? Mit Weste, ohne Weste, mit Mantel? Nimm den Übergangsmantel. Lass die Weste weg. Wenn ich ihr den Ring kaufe, dann habe ich sie in 4 Wochen soweit. Ich habe immer zurückgesteckt, wenn es um deine Arbeit ging. Diesmal nicht, weil du dich verrennst. Nimm die cremefarbene Brille. Ja. Komm, ich sag gerade zu Sigi, ihr kauft euch doch besser eine neue. Ist doch irgendwie eher Seehase. Ich bin dann weg. Was ist, Herbert? Soll ich dir jetzt auch noch verzeihen, bevor du den Ring kaufst? Das Geld nicht versteckt. So, da kommt es auch, dass ich das Geld für ihn verstecke. Außerdem war es dein Geld. Na, er hat sie es nur kurzfristig geliehen. Na und? In letzter Zeit sieht er mich sowieso nicht mehr, weil ich immer da bin, wie so ein Stuhl. Also kann ich auch gehen. Ach, Mutti. Als er mit der Schwindelei anfing, war alles so leicht und verspielt. Da konnte er den Damen schenken und reden, was er wollte. Das war mir egal. Wenn er sich ändern will, soll er mich anrufen. Eifersüchtig, wer ist, wird er denken, ich bin bei Schaurot. Mutti, wo willst du denn hin? Ich bin ja bei Cornelia und den Kindern. Clevere. Ahornstraße 32, bitte. Sie sind heute so still, so nachdenklich. Ich genieße die Stunden mit Ihnen. Gefällt mir. Immer die Stille und die Erinnerungen nicht zerredet. Ich war schon seit Jahren nicht mehr hier. Was wird denn heute Abend gespielt? Verdi? Nee, das muss ich alles nicht mehr haben. Brauche ich nicht mehr. Wirklich nicht. Schnuck? Schnuck? Ist die Mama mit ihm weg? Ich war nicht direkt zu Hause. Aber sie lässt ausrichten, dass... Interessiert mich nicht. Sie lässt ausrichten, dass sie jederzeit zurück... Interessiert mich nicht. Willst du was mit? Kleinigkeit. Wenn ich eine Frau hätte wie Mutti, ja, dann würde ich alles doppelt und dreifach kaufen. Von Frauen verstehst du nichts. Das mag ja sein. Aber dein Kollege, dieser Schaurot, ja, der hat sofort ihre Qualitäten erkannt. Wieso quatschst du auf einmal so viel? Du bist doch sonst ein Schweigsamer. Wieso hast du keine Pizza gekauft? Chinesen war näher. Du bist doch nur mit der kleinen Chinesin flirten. Das ist eine Vietnamesin. Und die ist mit einem Vietnamesen zusammen. Die ist sowieso keine Frau für dich. Da ist viel zu viel Glutamat im Essen. Ich fahre doch nicht zu diesem Lackaffen und bettel, dass es zurückkommt. Wie stehe ich denn da? Ah.
Warum hast du mich nicht geweckt? Du bist ja schon wach. Während ich im Bad bin, machst du ein Frühstück und buchst mir ein Zugticket. Wie das denn? Indem du den Telefonhörer abnimmst und... Ja, keine Ahnung, frag Mama. Das motiviert mich nicht. Da kann ich ja gleich in der Fußgängerzone frühstücken. Wieso ist doch alles da? Brötchen, Butter, Marmelade. Ich frühstücke Graubrot mit 2 Spiegeleiern und gebratenem Schinken. Das solltest du nach 40 Jahren eigentlich wissen. Wegen dem Essen, da kriegen wir beide uns noch in die Wolle. Nicht nur deswegen, Vati. Nicht nur deswegen. Da verstehe ich. Welches ist besser, das Blaue oder das Gestreifte? Würde ich beide nicht anziehen. Das Blaue ist eindeutig besser. Warum fragst du mich dann? Ich brauche einen Ansprechpartner gegenüber. Und? Was schon? Ja, du musst jetzt irgendwas sagen. Was soll ich denn sagen? Wie sehe ich aus? Overdressed. Du weißt doch gar nicht, wo ich hingehe. Gut. Wo willst du denn hingehen? Erst ins Kino, dann französisch essen. Wirklich? Dann würde ich das so lassen. Das ist toll, das ganze Aussehen. Das ist einmalig, super. Das geht so nicht. Ich kann mir nicht von meinem eigenen Sohn Komplimente machen lassen. Ich fühle mich wie im Altersheim. Na, erzähl, wie hat er reagiert? Ach, er reagiert gar nicht. Er glaubt, er kriegt das alleine hin. Das ist der Dickkopf seiner Mutter. Warten wir ein paar Tage, dann sieht das schon anders aus. Kommt ihr beide klar? Ja, auf Dauer gar nicht. Mach ihm Kohlrouladen, da kann man mit ihm reden. Wie jetzt? Also Wirsing, 400 Gramm Hackfleisch, 2 mittelgroße Zwiebeln. Warte mal, das muss ich mir jetzt richtig aufschreiben. Jetzt bin ich doch schon einige Jahre alleine. Es fühlt sich komisch an, so ganz alleine in diesem Riesenhaus. Ist nur die Frage, was für ein Hund. Irgendwie ungewohnt ohne Brille. Die ist beim Optiker. Die Bügel. Ich habe mich draufgesetzt heute Morgen. Siehst jünger aus. Das kommt nur durch dich. Nicht mehr haben. Brauche ich nicht mehr, wirklich nicht. Ruh dich doch erstmal aus, ich mach gerade Kohlenrouladen. Ich bin ohne Brille aus dem Haus. Wo bist du nur mit deinen Gedanken? Hätte Mama sofort gemerkt. Die Mama hat dich auch jahrelang betreut. Es ist was anderes, wenn Mama mich losschickt. Da ist mehr Spannung drin, da werden Hormone angeheizt. Das hat sich auf meine Arbeit immer positiv ausgewirkt. Irgendwie ist meine Selbstsicherheit zerbröselt. Na, jetzt gibt's ja auch gleich Kohlrouladen. Schmeckt. Die werden wir gleich hinlegen. Der Tag war hart. Fadi, das war meine ersten Kohlrouladen. Bisschen ängstlich gewürzt. Ja, Hausfrau sein ist auch nicht mein Ding.
Kann ich so? Ja. Brille. Ich bin dann mal, ne? Komme ich nicht mehr weiter. Ich brauche neue Aufgaben, höhere Ziele. Weißt du, warum Schaurot bei den Reichen absahnt? Die meisten finden, dass er gut aussieht. Er tut so, als wenn er aus besseren Kreisen kommt und gleitet irgendwie besser. Der hatte immer das nötige Kleingeld. Während ich mich in der Vorstadt abquäle, mimt er den Adligen. Der hat ein ganz anderes Betriebskapital. Und du meinst, das liegt nur daran? Ich hatte nie genug Geld. Ein richtig dicker Fisch. Ich setz mich zur Ruhe. Sicher. Todsicher. Fadi, wenn dann gleich. Bis morgen, ne? Mach's ja, gut, tschüss. Mach dir keinen Kopf, ich wollte mich nur bedanken. Schon okay, alles in Ordnung. Und wie geht's dem Kollegen? Gut, kein Schock, nix. Das verstehe ich. Teilt ihr? Was? Wieso? Pass auf. Ich nehme die Hälfte, sagen wir 13.000, weil du Kinder hast. Ich hab Steuerschulden, Mensch. Ich hab nichts mehr, keinen Cent. Den Rest besprechen wir bei dir zu Hause. Deine Frau wartet. Steig ein. Los, steig ein. So. Jetzt kannst du es Mutti beweisen. Und dich dann endlich zur Ruhe setzen. Du Idiot, du hast doch wohl keine Bank überfallen. Ich hab mir meinen Anteil auszahlen lassen. Dann war ich aber Spielbank und hatte Glück. Und das stimmt? Ja, das siehst du ja. Wie viel? 19.000. Das ist knapp. Knapp. Für eine Woche geliehen. Legal. Und günstig. So, los geht's. Jawohl. Dahin, wo die Berge hoch und die Täler tief sind. Fahrt habe ich gebraucht, um in die richtige Stimmung zu kommen. Man bekommt einen ganz anderen Blick. Man fühlt sich freier, selbstbewusster, erhabener. Hier, die trägst du von jetzt ab. Bleibst du immer ein Stückchen hinter mir. Außer wenn du die Tür aufmachst, dann gehst du ein Stück vor. Hilfst mir einen Mantel. Sorgst mir Persönliches. Oh, auf Butler zu spielen habe ich keinen Bock. Security vielleicht. Da denkt man an krumme Geschäfte. Völlig falsche Spur. Kein Geschehen. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?
Sie irgendwo hinfahren? Sie wiedersehen? Wir passen zusammen. Gutes Kostüm. Jetzt sind wir da. Du wolltest auch höhere Ziele. Jetzt sag mal, was du kannst. Herzlich willkommen im Grand Hotel. Hallo. Guten Tag, mein Name ist Krugschenk, Herr Malveser. Ich hatte ein Zimmer bestellt und hätte gerne ein Panoramazimmer. Wenn's geht. Augenblick. Ich schaue mal, ob sich was machen lässt. Die 65. Die Matratze ist zu weich. Ich kann nirgends eine Lutherbibel finden. Wird erledigt. Danke sehr. So, das ist für Sie. Danke sehr. Ja. Wir sind gerade angekommen und du hast 220 Euro für Trinkgeld ausgegeben. Findest du das nicht ein bisschen üppig? Erstens ist das strategisch wichtig und zweitens in diesen Kreisen absolut üblich. Du kennst diese Kreise doch auch nur aus dem Fernsehen. Du demotivierst mich. Du willst nicht im Hotel schlafen? Das ist mir auf Dauer zu teuer. Nimm dir eine kleine Pension, räum vorher meine Sachen in den Schrank und dann hast du frei. Du kannst deine Sachen selbst in den Schrank räumen. Das bringt mich völlig aus der Rolle. Ich muss mich meditativ auf diese Frau vorbereiten. Welche Frau? Die Frau, die wir vor dem Aufzug getroffen haben. Und warum gerade die Frau? Hast du ihre gefühlvollen Augen gesehen? Sie ist eine Frau, die gibt. Sie hat eine mitfühlende soziale Ader. Das habe ich nicht gesehen. Sie haben einen ganz eigenen Stil. Ich wünsche mir, ich hätte die Ruhe und Geduld. Vielleicht sollte ich es mal versuchen. Ich habe auch hier angefangen, genau hier. Ah, dann weiß ich ja, womit ich mich die nächsten Tage beschäftigen werde. Entschuldigung, darf ich Ihnen etwas bringen? Einen doppelten Espresso. Aber bitte. Gerne. Könnten Sie mir noch mal eine Schale bringen mit einem Glas Wasser? Sehr gerne. Merci. Alles in Ordnung? Es wird auf einmal so taub. Sie sollten einen Espresso abbestellen. Vielleicht habe ich heute Nacht auf dem Arm gelegen. Kann auch ein Vorbote eines Herzinfarktes sein. Sie scheinen sich auszukennen. Ich bin Kinderärztin. Dann kann mir ja nichts passieren. Darf ich? Danke. Sie sollten einen Arzt aufsuchen.
Mir geht es schon besser, weil ich weiß, dass Sie Ärztin sind. Kinderärztin. Ich bringe Sie zum Hotelarzt. Keine 3 Minuten von hier. Das ist wirklich nicht nötig. Danke, das ist... Doch, doch. Ich will nur ein paar Fotos machen. Ja. Das sind Trauernde, ja? Verpiss dich, du Arsch. Entschuldigung. Entschuldigung. Sie sollten den Schuh besser ausziehen. Okay. Ich war übrigens wirklich ein Fotograf, ein Pressefotograf. Und ich dachte schon, er wollte ihn erniedrigen. Ja, aber vorher wollte er noch ein paar Fotos machen. Ich wollte auch nur helfen und nicht stören. Sie sind nicht aus der Gegend hier, oder? Der ganzen Art nach. Ich komme aus dem Flachen. Ich gehe jetzt aufs Zimmer und mache den Schuh soweit fertig. Sie sind aber kein Schuster. Er hat mich verliebt, das habe ich ja gesagt. Ah ja. Auf welches Zimmer kann ich denn den fertigen Schuh bringen? 38. So, Herr Kollege. Schau sie doch nicht, ich muss dir keine Sorgen machen. Leichter hätte der Bullet und keine Sorgen. Schau sie doch nicht. Symptome sind ein Typ, gibt's ja dann noch. Dann völlig korrekt, Frau. Die hat genauso reagiert. Der Herr ist im Grand. Ja, warum? Weil er bei der Krankenkasse versichert ist. Das hat ich zu bedanken. Ja. Vielleicht können Sie die Höhenluft nicht vertragen. Ich fahre jedes Jahr in die Berge. Hatten Sie vor Ihrer Abreise Stress? Das Übliche. Wenn es in den Urlaub geht, überfallen einen die Angestellten mit 1000 Problemen. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin Notar. Da haben Sie ja keine Geldsorgen. Freuen Sie sich auf einen geruhsamen Lebensabend. Ich bin leider allein. Meine Frau hat mich vor Jahren verlassen. Und Sie? Mein Mann ist vor 3 Jahren verstorben. Oft fühle ich mich einsam. Aber es gibt, Gott sei Dank, Tage wie diesen, an denen man eine wunderbare Wärme spürt. Und man fühlt für wenige Sekunden die glücklichen Momente des Lebens wieder. Gab es denn viele glückliche Momente? Ja. Und dank Ihrer Hilfe fühle ich mich wieder gesund. Darf ich Sie zum Essen einladen? Ich lasse mir was Besonderes einfallen. Was Besonderes? Seid ihr gut angekommen? Ja, wir sind in der Schweiz. Alles sauber und teuer. Diese Luxushotels sind ja nun mal zu groß für Herbert. Mach dir keine Sorgen. Das wird nicht lange dauern. Das Geld alle. Woher hat er das Geld? Das habe ich ihm vorgestreckt. Du verplemperst deine Ersparnisse. Zu spät. Das liegt nicht mehr in meinen Händen. Was treibt er denn jetzt? Er beginnt mit seiner Arbeit. Er darf nur nicht auffliegen. Ruf mich an, wenn was ist. Mach ich. Danke. Waren Sie tatsächlich schon in allen Museen dieser Welt? Der westlichen, das ist meine große Leidenschaft. Aber bleiben wir bei Ihnen. Wenn Sie sich so für Ihre Fresken interessieren, müssen Sie unbedingt in die Maria-Kapelle. Die wollte ich mir schon lange ansehen. Die gefüllte Zucchini-Blüte mit Hummer und Paprikaschaum. Bon Appetit. Guten Appetit. Waren die Schmerzen in der Brust und am linken Arm denn echt? Oder wollten Sie nur Kontakt zu mir aufbauen?
Die waren echt, aber ich muss zugeben, als sie mir ihre Aufmerksamkeit schenkten, da habe ich etwas übertrieben. Mhm. Ihre Ehrlichkeit ehrt sie. Warum ist ein gut verdienender Notar bei der Ortskrankenkasse versichert? Das ist der Sozialdemokrat in mir. Und warum bestellen Sie ausgerechnet Hummer, wenn er Ihnen so Schwierigkeiten macht? Weil Sie mich verwirren. Sie sind eine bezaubernde Beobachterin. Ich lese Kriminalromane und achte gern auf Kleinigkeiten. Ja, das ist gut. Stimmt was nicht? Alles bestens. Sie haben doch schon öfter in der Schweiz gespeist, Otto. Natürlich. Mann, die Eröffnung war perfekt, die Herzschwäche präzise platziert, aber anscheinend zu gut gespielt. Sie haben mich zum Arzt gebracht. Und ich habe erzählt, ich wäre Notar, aber welcher Notar schon bei der Ortskrankenkasse? Was bedeutet das? Bist du aufgeflogen? Nein, ich hab sie. Ja, dann jammer doch nicht so rum und zieh den Fisch an Land, bevor das zu Ende ist, ja. Ich habe ihr erzählt, ich liebe Fresken. Fresken? Ja. Pass auf, besorg mir bis morgen früh eine Broschüre von der St. Maria Kapelle. Prospekte. Hm. Ja. Prospekte. Das ist auch ein toller Schuh. Wollen Sie auch noch was trinken? Gerne, aber ich wohne nicht hier. Und ich muss auch noch Prospekte besorgen. Und ganz früh in die Kirche. Sind Sie gläubig? Nicht direkt, aber es ist wegen der Fresken. Na dann. Ja. Guten Morgen. Ja. Sehr gut. In einer Stunde habe ich den Text gelernt und dann fahren wir los. Gut, ich fahre im Wagen. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie wollten mich doch fahren. Ja. Ja, dann sollten wir in die Berge. Heute ist nämlich gute Fernsicht. Ja, wirklich. Aber ich habe noch eine Fahrt. Dann nehmen wir eben meinen Wagen. Den Wagen hier stehen lassen, es stört niemanden. Machen wir jetzt eine Bergwanderung? Wir können hier bleiben. Die Kühe, die ziehen weiter. Komm. Sind wir ja wegen der Fernsicht hier.
Naja. Vielleicht im Liegen. So gefallen mir die Berge. Ohne sie wäre ich einsam. Wie lange bleiben Sie hier? Ab jetzt immer. Lebenslänglich in der Schweiz? Warum? Sie haben da eine Wimper. Kannst dir was wünschen? Ich muss bloß die Fresken. Und dein Wunsch? Die waren ja auch vom Hotel. Das war doch dein Wunsch, oder? Auch. Aber nicht nur. Ich verstehe das nicht. Er ist sonst äußerst zuverlässig. Er müsste schon lange. Reden Sie sich nicht auf. Wir können uns ein Taxi bestellen. Ja. Die von einer dünnen, aber sehr harten Mörtelschicht verdeckten spätromanischen Malereien wurden sorgfältig freigelegt. Betrachten wir zunächst drei Szenen aus dem Leben Christi. Die Taufe. Jesus steht nackt im Jordan, die Rechte zum Segen erhoben, während ihm der heilige Johannes die Stirn salbt. Johannes trägt als Zeichen seines Büßertums ein zotteliges Fellkleid. Auf der anderen Seite des Flusses halten zwei Engel das karierte Kleid von Jesus Christus. Im Wasser des Flusses, das in typisch romanischer Art bogenförmig dargestellt ist, schwimmen zwei Fische. Ikonografisch interessant sind die beiden kleinen Gestalten zu Füßen Christi. Ja. Seit ich Ihnen begegnet bin, benehme ich mich wie ein Teenager. Ich hoffe, Sie nehmen mir meine Aufschneiderei nicht übel. Was immer Sie von mir wollen, Sie werden es nicht bekommen. Das vorhin. Es war gar keine Wimper an deinem Finger. Stimmt. Ich wollte nicht darüber reden, warum ich hier bin. In den letzten Tagen warst du irgendwie traurig. Und betrunken. Wer ist denn gestorben? Schöppi, mein Opa. In den Ferien war ich immer hier und wollte nie nach Hause. Den kennt sich also gut aus hier. Mhm. Alle Büsche, alle Wiesen. Und immer, wenn irgendwas war, der ist sofort für mich geregelt. Und jetzt ist er weg. Und du willst trotzdem hier bleiben? Mhm. Er wollte es so. Das verstehe ich. Was soll ich sagen? Es hat sich zufällig ergeben. Hat sie den Braten gerochen? Mhm. Sabro. Mhm. Hätte auch schlimmer kommen können. Du musst auch einstecken können, nicht nur austeilen. Ich bin kein Verbrecher. Was soll das denn heißen, ha? Ich habe für diese Tricks die Juwelen geklaut aus Liebe, ja? Aber du gaukelst anderen Liebe vor. Das ist scheiße. Ja, hol ich drauf, ich lieg eh schon am Boden. Hör auf zu jammern, bloß weil dich meine Frau durchschaut hat. Ruf doch endlich mal Mutti an. Ruf doch Mutti an, ich mach den Rest. 10 Uhr, Leck, raus!
Sigi? Ja. Sag Mutti, dass Fadi sie braucht. Warum ruft er nicht selber an? Ja, weil es ihm scheiße geht. Und jetzt will er mit ihr reden. Gut. Dann hole ich sie morgen vom Bahnhof ab. Guck mal, die Frau da drüben. Das Golgi. Nicht so auffällig. Wie findest du Perlen? Romantisch. So richtig echt aus dem Meer. Der matte Glanz und so. Hm. Fühlt sich bestimmt geil an. Bestimmt. Kostet aber. Egal. Ich glaube, ich brauche jetzt Perlen. Ich bin in einer Perlenphase. Perlen sind mein Schmuck. Und das wird dir jetzt klar? Wie ich hier so sitze. Gut. Wenn denn gleich. Ja, geh nur rein, Mutti. Danke. Angerufen? Ich wollte es mir einfach noch mal beweisen. Ich wollte hier in der Schweiz groß abkassieren, aber dann ist irgendwie alles ganz anders gekommen. Wir beide waren immer ein Team. Jetzt bin ich nur noch deine Komplizin, der du das Geld klaust. Martha, ich habe Fehler gemacht, viele Fehler. Verzeih mir. Mach weiter. Ich werde mich wieder mehr um dich bemühen. Ich liebe dich. Ja. Ja. Und das Geld hab ich überhaupt nicht angefasst. Ich habe den Ring gar nicht gekauft. Und? War schön bei ihm? Ich war bei unserer Tochter, du Affe. Hast du schon gehört? Die haben in eins der Zimmer eingebrochen. Hier? Was wurde denn geklaut? Weiß ich nicht. Für mich? Stimmt was mit dem Kollegen nicht? Du hast es dir gewünscht, ich hab's besorgt. Mir gehört doch der ganze Laden hier. Ich hab den gerade geerbt. Ich hab echt genug Stress. Deswegen ja die kleine Freude. Grüezi, darf ich Ihren Ausweis sehen? Entschuldigung, dass ich mich bis jetzt nicht eingemischt habe, Gompatz. Ich kläre das natürlich mit der Eigentümerin. Wissen Sie, durch den plötzlichen Tod meines Großvaters einfach... Darf ich trotzdem Ihren Ausweis sehen, bitte? Das wird jetzt schwieriger. Du bleibst aber nicht allein. Bis bald. Bis dann. Thank you.
Geschenk? Zwei Tickets, Schlafwagen, erste Klasse. Nach Paris heute Abend, 20 Uhr. Danke. Ist das Hemd in Ordnung oder lieber das hellblaue? Läuft da was? Ach du und deine ewige Eifersucht. Ich unterhalte die Gäste, natürlich auch die Damen. Ist gut so. Lass die Weste an. Abends wird's frisch. Perlen. Ja, Perlen sind einfach nicht mein Ding. Nach zwei Wochen war es vorbei. Schade. Aber mit meinen Eltern kommst du gut klar? Ja, das war eine super Idee. Sie sind das Besondere. Die persönliche Note des Hotels. Was machen wir mit dir? Security wird mich reizen. Ist das ein guter Plan? Vielleicht. Entlassen wir den Mann mit den Worten: Der Stabsoffizier geht. Kennst du den? Nein. Aber sein Spiel bewegt mich. Bis bald. Bis dann. Wollen Sie nicht doch mitkommen? Ich will Ihnen keine Umstände machen. Der Bahnhof liegt auf meinem Weg. Wo wohnen Sie denn, wenn ich das fragen darf? Gar nicht so weit von hier. Etwa eine Stunde mit dem Zug. Ich wüsste gar nicht, wie schön es hier ist. Wenn man hier wohnt, gewöhnt man sich daran. Schnuck? Die Kartoffeln sind durch, wir können. Die Witwe kam nicht für uns in Frage, aber ihre Freundin war höchst interessant. Seit 3 Jahren Witwe, Einfamilienhaus, erwachsene Kinder, die sich nicht um sie kümmern und
Einen Hund will sie sich kaufen. Die Friedhofsgärtnerei hat die Mehrwertsteuer nicht extra eingetragen. Was ist das für ein Geräusch? Die Waschmaschine, da schleift was. Wasser lässt sie auch. Kannst du mal nachschauen? Jedenfalls habe ich schon Kontakt aufgenommen. In letzter Zeit haben wir nur Unkosten. Hallo. Investitionen, Schluck. Das sind Investitionen. Und am Ende ist die ganz dann fett. Also, ich komme ja wirklich viel rum durch meine Aktivitäten, aber so gut wie du, braucht keine. Und ich dachte schon, du hast mich vergessen. Wie kommst du denn darauf? Ja, du hast mich keiner besucht. Ich mach dich doch nicht unruhig. Mich macht der Knast irre, ist bei mir wie Krankenhaus. Das verstehe ich, aber du hast auch nicht meine Briefe beantwortet. Du weißt doch, dass ich Legastheniker bin. Hast du wirklich auf mich gewartet? Was heißt denn gewartet? Ich bin doch hier. Es ist jetzt ein Jahr her, dass wir hier gesessen haben. Bevor wir zusammen beim Juwelier eingestiegen sind. Das war eine tolle Sache. Ja, dafür bin ich auch 11 Monate gesessen. Wäre ich auch lieber mit dir zusammen gewesen. Was bist du denn so depressiv? Ist doch jetzt vorbei. Oder hast du Paranoia? Nein. Vornehm, zu geschäftlich. Du willst doch eine Spende. Nimm Eierschale. Ja, aber vergiss nicht, ihr Mann besaß ein Geschäft für Herrenoberbekleidung. Der hatte Geschmack. Gediegen musst du wirken, aber nicht verschwenderisch. Wir nehmen braun mit Nadelstreifen. Willst du die geflochtenen? Hast du die Spendenbescheinigung? In deiner Aktentasche musst du nur noch unterschreiben. Und die Fahrkarte? In deiner Brieftasche, wie immer. Das ist einfach eine Anzugfigur. Schnuck. Brille. Ah. Kaum bin ich aus dem Raum, parfümierst du dich. Brauche ich, fürs Gefühl. Sag mal, läuft da was zwischen dir und der Frau Page? Es geht immerhin schon 10 Wochen. Du und deine ewige Eifersucht. Heute ist Zahltag. Die 30 Jahre Ehe mit einem Abgeordneten haben sie geprägt. Da geht keine Gefahr aus von der Frau. Sexuell. Das sagst du immer. Hast du mich nur abgeholt, weil du Sehnsucht hattest? Natürlich. Mit dir habe ich schon Glück. Trotzdem mache ich mir Sorgen um unsere Zukunft. Von irgendwas müssen wir erleben. Ich suche eine Arbeit. Ich fürchte, das wird wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich habe noch Geld auf dem Sparbuch. Eigentlich wollte ich ja mit dir verreisen. Als Dankeschön für die harte Zeit im Knast. Na, dann bist du ja 2 Wochen zu früh rausgekommen. Warum? Eigentlich wollte ich es ohne dich machen. Damit du nach der Zeit im Knast keinen Stress hast. Dann hast du noch was vor. Das tut sicher. Natürlich. Im Supermarkt. 10 Minuten von hier. In der Goldkoma. Wann? Übermorgen. Wenn, dann gleich. Thank you.
hier fühle ich mich einfach sicher. Null Angst. Die darf man noch nicht haben. Quintus hat auch keine Angst. Wer ist denn Quintus? Ich wollte das Ding mit ihm drehen, damit du nach dem Knast keinen Stress hast. Den kannst du vergessen. Wieso? Er hat den Plan ausgearbeitet. Plan für was? Da sind zwei Wachmänner. Einer von denen ist im Transporter, der andere holt den Geldkoffer. Hinterhof, Sprechfunk, Handschelle, Pfeil, der Rest gibt's.